Es passiert so viel auf der Welt. Man hat den Kopf voll davon und die Leute wollen da wieder etwas austreten. Sie fühlen, dass das einfach nicht mehr gehen kann. Man kann die Welt nicht, von mir aus gesehen, nicht über Politik ändern. Das muss jeder selber ändern. Und wenn die Leute wieder mehr in die Natur gehen, mehr Ruhe finden, dann wird alles ruhiger. Man muss mit dem Herzen pflücken und da kommt es gut. Man sagt, in der Natur gibt es ungefähr 10% giftige Kräuter und in den Gärten bis 40, also. Ich hatte das Restaurant und irgendwann kam ich am Punkt an, also entweder aufhören oder krank werden. Ich sehe das etwas als meine Aufgabe, eben die Leute wieder mehr zur Natur zurückzubringen, weil man da einfach, das ist eine Gratistherapie, das kostet nichts, die Sonne kostet nichts, ins Gras liegen kostet nichts, aber die Industrie macht uns immer aufmerksam, man muss noch einen guten Liegestuhl haben und die Feuerstellen werden auch immer komplizierter. Ich brauche Geld, ich lebe in dieser Gesellschaft, ich bin auch froh, wenn die Straßen und alles repariert ist und so. Aber ich lebe mit viel weniger. Ich habe auch irgendwie keine Angst vor der Zukunft, weil ich könnte mich ja ernähren, ich kann ja irgendwo anders hingehen, Natur hat es überall. Ich habe sehr viel Ruhe gefunden durch die Einfachheit. Durch die Blätter schaut. Siehst du da was? Durch die Blätter? Mhm. Kleine Punkte? Ja, das sind wie Löcher. Das ist dann das echte Johanniskraut. Es gibt in der Schweiz etwa 12 Arten. Da sagt man, das hat so viele Macht, das hat so viele gute Sachen. Der Teufel war böse und wollte es zerstören. Und dann hat er drauf reingestochen. Darum hat es jetzt Löcher. Ja, es gibt ja zum Beispiel auch den Bachnelkenwurz und die Wurzel schmeckt wie Nelke. Oder das Medesüß, das schmeckt wie Vanille. Oder der Wiesenknopf, das riecht sehr nach Gurke. Man hat viele von den Geschmacksnoten, die sind da in der Natur vorhanden. In der Natur hat es viel mehr, der Unterschied ist zwischen bitter, sauer und süß. Das schmeckt man viel mehr raus und das muss man dann berücksichtigen, wenn man die Kräuter kocht. Also wenn ich mit Wildkräutern koche, dann schaue ich auch immer, dass man noch so ungefähr sieht, was es ist. Mhm. Ich finde, man muss es nicht gleich pürieren, wir haben ja Zähne. Ja. Viele Leute nehmen dann die Schere, weil die Kräuter sind härter als andere. Ich gebe auch nicht zu viel Salz, weil es hat ja schon Mineralsalze in den Kräutern. Mhm. Da kann man das Salz ein wenig zurückstellen. Das ist was? Banane? Ja, stimmt. Das ist komisch, ne? Das ist die Alchemie von den ganzen Gerüchen, ja. Das stimmt. Das ist auch sehr frisch. Das ist lustig, weil man denkt immer, dass wilde Kräuter sind sauer, aber das ist mehr die Frische, die immer kommt. Die Leute sind immer erstaunt, weil wenn man die Kräuter frisch versucht, dann ist das ganz so irgendwie viel basischer. Und wenn man sie dann weiterverarbeitet, verändert sich alles. Ja. Weil man hat auch eine Mischung. Man hat hier auch die Butter
Und das Fett trägt ja den Geschmack und das ändert alles. Die Pflanze weiß besser als ich, was ich brauche, weil ich habe irgendwo weh. Aber das ist ja nicht der Punkt. Ich muss ja den Grund wissen, warum ich Schmerzen habe. Und die Pflanze mit ihren vielen Inhaltsstoffen, die weiß das, die kann darauf wirken. Weil die Pflanzen sind ja alle auch mit Planeten verbunden. Und darum kann man auch zum Beispiel plötzlich eine Pflanze im Garten haben. Man weiß nicht, woher die kommt, aber man sollte mal schauen, was sie bewirkt. Vielleicht braucht sie jemand im Haus. Mich entzückt das, wie das alles zusammenspielt, wie das alles zusammenkommt. Der Baum, der muss einfach schauen, dass seine Wurzel stark ist, damit er nicht umfällt. Weil das ist sein Problem. Der schaut nicht in die Zukunft und was war, das war. Der ist einfach jetzt da und wir planen immer so viel. Man sollte auch etwas weniger planen und die Natur lehrt uns auch das. Und wenn ich im Einklang mit der Natur lebe, dann fügt sich alles andere von alleine.